hast dich vielleicht auch schon mal gewundert, wieso du in den sozialen Netzwerken einfach nur eine neue Zeile beginnen wolltest und plötzlich war was Neues von dir gepostet, obwohl du den Text noch gar nicht zu Ende geschrieben hattest. Du hattest eine Messenger-Nachricht geschrieben und zwar die zweite, dritte, vierte, obwohl es eigentlich um einen einzigen Absatz ging, der jetzt plötzlich in mehreren Teilen unterwegs war. Das alles passiert, weil die sozialen Netzwerke sich noch nicht komplett an den Textschreibstandard angepasst haben. In den normalen Schreibprogrammen gibt es den sogenannten Zeilenumbruch als harte Version und als weichen Zeilenumbruch. Diese Unterscheidung machen auch die sozialen Netzwerke, allerdings eben nur dann, wenn ihr tatsächlich darauf achtet, hauptsächlich mit dem weichen Zeilenumbruch zu arbeiten. Ein harter Zeilenumbruch wird in den sozialen Netzwerken angesehen als Enter, schick die Nachricht los, Befehl. Was ist der Unterschied? Wie könnt ihr den erkennen, diesen Unterschied zwischen dem harten und dem weichen Zeilenumbruch? Um das deutlich zu machen, einmal hier oben die Absatzmarke eingeschaltet, damit ihr das erkennen könnt. Das ist nur zu sehen hier auf dem Bildschirm, wenn ihr sowas ausdruckt, nie nur einfach auf dem Bildschirm zu sehen. Wie ihr seht, ist das hier ein Unterschied. Das hier sieht aus wie so eine umgedrehte Note. Das ist die sogenannte harte Absatzmarke. Und das hier, das ist der weiche Zeilenumbruch. Das sieht aus wie ein nach links geschobener Pfeil. Wie erzeuge ich das? Harter Zeilenumbruch, irgendwie logisch. Ich drücke Enter und du siehst, hier entsteht dieser, ich sag jetzt mal, Absatzmarken-Notenschlüssel. Bei der Version des weichen Zeilenumbruchs schreibst du ein Wort, hältst dann die Umschalttaste gedrückt und sagst erst dann Enter bei gedrückter Umschalttaste. Dadurch erzeugst du einen weichen Zeilenumbruch. Auch die sozialen Netzwerke erkennen dadurch, aha, du willst also die Zeile wechseln. Du möchtest in der nächsten Zeile weitermachen, weil, warum auch immer, du vielleicht was mit Bindestrichen ordnen möchtest, weil du Verse von einem Gedicht entsprechend formatieren möchtest oder aus sonstigen Gründen. Vielleicht auch einfach, damit andere noch lesen können, was du schreibst, weil du einen etwas längeren Text verfasst und du Leerzeilen haben möchtest. In solchen Fällen arbeitest du eben mit diesem weichen Zeilenumbruch. Und das erkennen die sozialen Netzwerke tatsächlich dann auch als deinen Wunsch, dass du in einer anderen Zeile weiterschreiben möchtest und respektieren das. Wenn du Enter sagst, kann es eben sein, dass sie es tatsächlich mal respektieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben auch sehr groß, dass wenn du den harten Zeilenumbruch nutzt, dass sie das überhaupt nicht verstehen und dann eben fröhlich in deinem Namen deinen Beitrag posten, obwohl er noch nicht fertig ist, oder deine Messenger-Nachricht oder deine Chat-Nachricht in zig verschiedene Einzelteile unterteilt. So viel zu diesem Unterschied. Ich hoffe, es bringt dir was. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Hinterlass gerne einen Kommentar. Ich freue mich auf Rückmeldungen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, sagt Carmen, Social Media Coach, Bloggerin und Kreuzspinnerin.